zurück, ihr Landratten, und herzlich willkommen zu einem weiteren Seemannsgarn. The King of Seas, zusammen mit mir, dem Shining. Wenn euch das Video gefällt, ihr Landratten, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Seemannsgarn. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem saftigen Abenteurern hier bei King of Seas. Beim letzten Mal wollten wir den einen Marinekommandanten angreifen, das ist aber komplett in die Hose gegangen. Oh, hier kann ich Schiffe kaufen. Ach ja, ich bin ja gerade bei Eagles denn. Brauche ich neue Kameraden? Nein. Ich habe ja gemerkt beim letzten Mal, die Bank ist das Nützlichste von allem, weil ich da alles einfach reinschmeißen kann. Ich habe mich nur in eine Sache umentschieden. Ich will 30 Reparaturkits dabei haben statt 20. Also wenn ich jetzt immer Material finde und sie gerade nicht gut verkaufen kann, schmeiße ich sie einfach in die Bank. Da bringt es mir mehr. So, kann ich hier irgendwas noch gewinnbringend kaufen? Ich kann Holz hier gut kaufen. So, bis zu dem Punkt, dann macht es noch kein Minus. Und natürlich schmeiße ich das Holz dann in die Bank. Mittlerweile kann ich das Menü auch ein bisschen mit dem Controller. So. Ich weiß, dass wir den Kommandanten noch nicht besiegen können. Dafür sind wir zu schwach. Wir haben 2 Talentpunkte. Oh, erhaltene Erfahrungspunkte erhöhen. Ja komm, das brauche ich. Da schmeiße ich auch direkt den nächsten Talentpunkt rein. Weil mehr Erfahrung ist eigentlich das Beste, was wir kriegen können. Weil wir dann halt die Talentpunkte schneller kriegen. Ich würde mal sagen, warte mal, ich gehe nochmal zurück und will in die Kneipe gucken. Würden wir erstmal hier Nebenquests machen. Deswegen nehme ich jetzt mal jede Nebenquest an. Und guck mal, ob eine in der Nähe ist. Halt, zum einen für Geld, damit wir ein besseres Schiff haben. Und zum anderen, ich brauche die Erfahrungspunkte. So, Logbuch, Nebenquest. Was ist davon ist in der Nähe? Besonders Abendessen ist nur in der Nähe. Obwohl, Kapitän Hühnchen ist auch ein bisschen nah und betrunkene Handwerker. Komm, dann machen wir die zuerst. Das ist in der Richtung. Erstmal volle Kanne gegen den Gegenfahren. Zum Glück wird er nicht aggressiv dadurch. Ja. Das Plündern, das habe ich, glaube ich, letztes Mal verkauft, einfach weil das schlecht ist. Ich habe es nie gezeigt, wirklich, aber es ist eine sehr schlechte Fähigkeit. Also die macht nur ein bisschen Schaden und viel Geld kriegt man dadurch jetzt auch nicht. Ich würde gerne mal so ein Piratenschiff versenken, wenn ich ehrlich bin. Oh, der Kraken, der hilft mir sogar gut. So, das Piratenschiff, das war relativ easy zu versenken. Ich will wissen, wie viel ich von dem kriege. Hallo? Lieferst du auch noch was? Okay, Piratenschiffe versenken bringt mir überhaupt nichts. Notiert. Und viel Erfahrung? Das hat, glaube ich, nicht mal Erfahrung gegeben. Okay, Piraten lasse ich in Ruhe. Piratenschiffe versenken bringt mir absolut nichts. So, wie immer auf die Karte gucken, ein bisschen reinzoomen. Ach, guck mal, im Süden ist das direkt. Und da ist ein Marineschiff. Das ich höchstwahrscheinlich nicht besiegen kann. Nee, der ist auch viel zu stark. Verdammt, ich wollte eigentlich den Hai schicken. Ich hoffe mal, dass die Haie genügend Schaden machen. Nee. Also, den Kommandanten, den schaffe ich safe noch nicht. Ich bin dafür viel zu schwach. Ich habe ihn nicht mal die Hälfte abziehen können.
Die Frage ist, gammelt der da jetzt wirklich durchgehend? Wenn ja, ist das ein Problem. Dann kann ich da nämlich die Quest nicht abschließen. Man kommt übrigens immer zu Eagle's Den zurück, wenn man stirbt. Ich glaube, der Marinendude ist nicht mehr da. Ich muss halt aufpassen, wenn der Kommandant da ist, ich muss dann definitiv flüchten. Der Kommandant, der reckt mich halt einfach weg. So, mit dem Hähnchen, 19 Keulen will der. Ich habe auf jeden Fall was in der Bank. So, wie viel habe ich in der Bank? Gar nichts. Nicht Bank, Markt. So, Hähnchenkeulen. Hole ich mal 19, dann ist die Mission direkt erfüllt. Ja. Nur wie sehr sich das gelohnt hat, das steht in den Sternen. So, ich hole immer wieder so eins von jedem aus der Bank. Einfach damit ich gucken kann, kann ich das jetzt gewinnbringend verkaufen. Und natürlich repariere ich mein Schiff zuallererst. Das Segel, was mir gerade angedreht wurde, kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Und ich habe auch noch eine verstärkte schwere Kanone, glaube ich, letztes Mal eingesammelt, so zum Ende. Das war jetzt auch nicht so der Bringer. Okay, hier kann ich nichts gewinnbringend verkaufen. Kann ich wenigstens gut einkaufen. Rum kann man gut einkaufen. Ich meine das immer so, bis das bei dem Blauen angekommen ist. Okay, 43 Rum kann ich mir hier gut kaufen. Okay, das kann dann jetzt alles erstmal in die Bank. Ich frage mich, ob die halt ein Limit hat. So, 24 von den Reparaturkits auch wieder zurück. 30 reichen für unterwegs. So, ich habe ein bisschen Crew verloren. Die sind zum Glück billig. Und ich nehme halt jetzt wie immer einfach jede Quest an. Betrunkene Handwerker gibt es offenbar mehrmals. Ich weiß nicht, was das für ein Hintergrundgeräusch ist bei der Stadt, aber mir gefällt es nicht. Oh, da ist eine Stufe 3 Quest. Also eine richtig gefährliche. Ein Geisterschiff wurde in diesen Gewässern gesichtet. Es versetzt mein Handelsschiff in Schrecken und greift sie an. Oh, ein Geisterschiff, das würde ich so gern sehen. Im Übrigen, Leute, noch hat es keiner angesprochen, aber ich denke mal, dass es einer noch tun wird. Ich werde nicht aktiv nach Vulkanen suchen, nur um sie zu zeigen. Das mache ich nicht. Die Dinge sind mordsgefährlich. Also, zur Not versuche ich einmal zumindest da vorbeizukommen, damit ich es zeigen kann, aber aktiv nicht. So. Ja, dann gehen wir mal auf Geisterschiffjagd. Okay, da war wieder viel mit bei. Ich habe wieder ein paar Kisten gesammelt. Und ein Talent. Ja, jetzt habe ich Erfahrung einfach voll. Also ich kriege jetzt maximal Erfahrung, wie es mir möglich ist. Bin schon gespannt. Okay, da sind Fischis. Schmuggler. Ihr habt doch bestimmt was Gutes. Frisst Feuer! Bitte sagt, dass die jetzt auf den ziehen und nicht auf mich. Der will abhauen! Aber ich habe ihn kaputt gerammt! Ich muss hier generell, glaube ich, mal anhalten, weil ich habe gerade ziemlich was abbekommen.
Dann kann ich mich wenigstens dort reparieren lassen. Oh, da ist das Geisterschiff! Ja, ich will jetzt nicht riskieren, dass das abhaut. Aber ich glaube, das reckt mich jetzt eh weg. Ich reparier mich einfach so. Boah, hoffen wir, dass das mal gut geht. Okay, das ist wirklich aggressiv. Boah, das sieht ja richtig geil aus. Könntest du mal auf für mich wegzuschieben? Ich will das Geisterschiff sehen. Das ist ja mega cool. Und das ist halt auch viel zu stark für mich. Das kann sich auch noch auflösen. Boah, wie cool war das denn? Also das Geisterschiff, das sieht mega cool aus, aber ich bin halt momentan wirklich einfach viel zu schwach. Das allerbeste wäre, wenn ich jetzt wirklich nur noch Geld spare, um mir die... Nicht die Galeone. Die Brick zu kaufen. Für die brauche ich ja 50.000. Aber wir hätten hier halt deutlich mehr Kanonen und würden dann auch deutlich mehr Schaden machen. Okay, verhexte Gewässer ist zu Recht Stufe 3. Machen wir erstmal den betrunkenen Handwerker. Ich muss halt massiv leveln, bevor wir hier das Piraten-Geisterschiff vernichten können. Ich find's schön, dass das schon wieder eine Kiste ist. Wenn wir so ganz gleich gegen donnert, ist das nicht weiter schlimm. Ich habe das Gefühl, diese Plünderer-Schiffe können sich nie wirklich entscheiden, ob sie mich jetzt entern wollen oder nicht. Aber ich vermöchte ihn auf jeden Fall jetzt. Ich weiß nicht, ob das Verbündete sind. Jedenfalls sind sie jetzt tot. Komm, gib mir was. Jetzt bringt mir halt wirklich nichts, jemanden von der Piratenkategorie umzubringen. Jedes Mal, wenn ich die umbringe, liefern die einfach gar nichts. Oh, da ist ein Seeturm. Schmuggler lohnen sich zwar, aber der Seeturm ist wichtiger. Eine neue Karte. Jede Karte ist wichtig. Auch wenn sie alle 1000 kosten. Weil jetzt habe ich so einen Überblick über das Gebiet hier. Warte mal, das sieht doch so ähnlich aus. Wie die Schatzkarte, oder nicht? Nee, ganz leicht anders. Schade. Ich will nur die Kiste da vorne holen und das Wrack. Ich war jetzt extra langsam dafür. Verstärkte Moorkanonen und Seeräuberkanonen. So, einmal Gas geben. So, die plündern das. So, die Sachen einsammeln. Wieder ein bisschen gut Gold, Rubine, besser Rumpf vielleicht. Wir können hier mal gucken. Unter den Kanonen war jetzt nichts Besonderes. Der Rumpf hat tatsächlich ein bisschen mehr Verteidigung. Und gibt auch ein bisschen mehr Gesundheit. Und ich verstehe jetzt endlich, was das Rechte ist. Es erhöht die Chance, dass man Gold findet. Aber ganz ehrlich, Verteidigung brauche ich gerade mehr. So, sonst habe ich nichts gefunden, ne? So, bring die Güter hier hin. Ich muss aufpassen, da ist immer noch das Geisterschiff.
Ich bin Rip. Aber zumindest kann ich die Quest trotzdem abgeben. Ja, das Geisterschiff, das regt mich weg. Das Geisterschiff kann ich nicht besiegen. So, die Chance zur Flucht nutzen. Wenn mich das Geisterschiff kriegt, bin ich tot. Vor allem die Stadt, die hilft mir nicht mal. Das Geisterschiff ist mega cool, aber es regt einen auch mega weg. Ich glaube, ich bin entkommen. Also sowohl das Geisterschiff als auch der Kommandant, den kann ich momentan nicht besiegen. Ich denke mal, dass das Kommandantenschiff sogar schwächer ist als das Geisterschiff. Weil im Gegensatz zum Kommandanten kann das Geisterschiff sich ja unsichtbar machen. Und ist dann unempfindlich gegenüber Angriffen. Okay, wir haben richtig viele Pelikaneier gesammelt. Ich habe einen neuen Talentpunkt. So, jetzt hole ich mir auch mal die maximale Geschwindigkeit hier raus. Oh, ich hätte noch 2 Punkte auf Erfahrung geben können. Sollte ich noch machen. Ja, welche Nebenquest machen wir denn jetzt? Erstmal gucken. Paranoid ist direkt vor uns. Ja, dann gehen wir mal auf die hohe See. Ich habe halt immer noch keinen Piratensong. Ich soll das Ziel versenken. Was ist denn mein Ziel? Rob der Händler braucht einen echten Piraten, der ihm hilft, ein Handelsschiff zu versenken. Achso, ich soll einfach nur ein Handelsschiff niederrattern. So, die Kanone kann weg. Und der Weltenbodenblarumpf. Und natürlich die unnütze Kuh. So, was lässt sich gut verkaufen? Rubine. Die Pelikaneier kommen auf jeden Fall in die Bank. Ich hole jetzt erstmal die Rubine alle raus. In der Hoffnung, dass ich sie alle jetzt richtig gut verkaufen kann. Holz müsste ich auch gucken. Holz hatte ich nämlich gerade nichts dabei. Ne, nur die Rubine lassen sich gut verkaufen. 15.000 haben wir jetzt schon. Ne, ich habe ein bisschen zu viel verkauft. Na, egal. Die Pelikaneier kann ich hier sogar noch ein bisschen gut einkaufen. Auch wenn ich zigtausend auf See gefunden habe. Tonnen an den Eiern jetzt eingekauft, die ich wahrscheinlich niemals los werde. Ich mache am besten ab sofort so eine 100er Grenze, weil sonst werde ich das Zeug nicht los. So, Kneipe. Meine ganze Crew ist verreckt. Habe ich nicht mal mitbekommen. So, die Quest nehme ich natürlich mit. Kann sein, dass ich hier jetzt ein bisschen offscreen die Nebenquesten mache. Falscher Hafen. Jetzt muss ich Battle hier durch ein Gebiet geleiten. Okay, Anker lichten.
Das ist wahrscheinlich das Schiff, das ich hier irgendwo hinbringen soll. Ah, ich verstehe schon, warum das in Stufe 3 ist, weil das genau in diesem Megagebiet ist, wo ich halt weggereckt werden kann. Ja, Leute, dann würde ich aber sagen, war's das für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.